Guten Tag, Herr Züger. Herr Schwab, grüezi. Danke, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben, um uns etwas über die Dunkelfeldmikroskopie zu zeigen. Das ist eine Form der Mikroskopie, die in der Geschichte der Medizin schon über 100 Jahre angewendet wird, die aber heute leider nur noch selten zum Einsatz kommt, obwohl es doch wirklich sehr gute Möglichkeiten bietet. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein reines Diagnostikum, durch das das Blut vital anschauen. Also der Klient sitzt gegenüber und man kann gewisse Sachen erklären, dann direkt auf dem Bildschirm. Was ist denn so der grundsätzliche Unterschied zwischen der Dunkelfeldmikroskopie und der normalen Mikroskopie? Ein grosser Unterschied ist eigentlich nicht, das ist eine rein optische Geschichte. Das heisst, im Dunkelfeld tut man das Blut, das Licht fällt in einen anderen Winkel ein. Dementsprechend werden andere Sachen, die vorher nicht sichtbar sind, werden sichtbar gemacht. Das ist wie Sterne am Himmel, die sieht man am Tag nicht und wenn es dunkel wird, sieht man die Sterne. Das gleiche ist praktisch im Blut, wir können das demonstrieren, ich kann ja das zeigen, wie das geht. Und dann sieht man auch, wo die Unterschiede sind und was man daraus ziehen kann. Also das hat überhaupt nichts mit Esoterik oder mit speziellen Energien und Sachen zu tun, Dunkelfeld. Nein, es ist ja etwas, was eher in der Alternativmedizin auch das ist zum Einsatz kommt. Also in der traditionellen Medizin arbeitet man wenig mit Dunkelfeldmikroskopie. Und jetzt haftet der Alternativmedizin, wo wir übrigens jetzt auch vor kurzem darüber abgestimmt haben, oder? Was das Volk auch gut findet, oder? Dass das auch gefördert wird, oder? Haftet dem immer so etwas Unheimliches an, man weiß nicht genau. Aber das sind also rein, vielleicht können Sie gleich mal schnell da mal die zwei Aufsätze zeigen. Also das ist ein normales und das tut man anwenden für die Dunkelfeldmikroskopie. Also man sieht, das ist nicht, technisch nicht ein grosser Unterschied. Es ist einfach so, dass das Licht in einem anderen Winkel, in einer anderen Frequenz auch einfällt. Es gibt auch Geräte, man kann auch mit anderen Lichtfrequenzen arbeiten, um andere Sachen zu holen. Also wir können nicht alles gleichzeitig sichtbar machen, aber was wir können, im Dunkelfeld sehen wir eben Strukturen, Lebewesen, die im Blut leben und eigentlich nicht im Blut leben sollten, sehen wir dann, was wir eben vorher nicht sehen. Ich habe immer auch erstaunt Klienten, die sagen, ja, aber sagen Sie mal, wieso hat mir das mein Arzt nie gesagt oder gezeigt? Es ist nicht das Thema, dass man das nicht will, es ist wahrscheinlich eher ein zeitlicher Faktor. Oder auch natürlich, dass an der Universität eigentlich nicht praktiziert wird und auch nicht gelernt wird. Also man sieht natürlich jemanden, wenn ein Kind oder ein Erwachsener Leukämie hat zum Beispiel, sieht man das im Dunkelfeld viel besser als im herkömmlichen Lichtmikroskop. Es ist einfach sichtbarer. Ein Dunkelfeldmikroskopie ist bewusstseinserweiternd. Und das ist auch wichtig für die Medizin, dass etwas, dass für den Arzt das Bewusstsein erweitert wird und dann für den Klienten. Mal, jetzt probieren wir das gar mit meinem eigenen Blut aus. Und jetzt, ja, herheben. Ja, selbstverständlich. Okay. Jetzt haben wir wissen, wie gesund ich bin. Jetzt mache ich hier ein Stichchen machen. Das tut im Moment halt ein bisschen pieksen. Ah! Jetzt sieht man so schön, wie das rauskommt. Jetzt mache ich den ersten wegnehmen, damit ich wirklich noch nur ein sauberes habe. Aha. Und jetzt gehe ich sofort um das Mikroskop, damit wir es dann nachher anschauen. Genau, da sehen wir jetzt nochmal den Unterschied zwischen diesen beiden Aufsätzen, oder? Also welches ist jetzt nochmal der Dunkelfeldaufsatz? Das ist der Dunkelfeldaufsatz und das ist der normale Lichtmikroskopaufsatz. Jetzt muss ich das hier rein. Da sitzen. Jetzt muss ich das hier einspannen. Jetzt sieht man es gut, wie es sich bewegt. Also es ist wirklich sehr beweglich, also das ist nicht so häufig. Also bei den meisten ist das recht starr dann schon. Und jetzt hat es natürlich hier dazwischen relativ viel Flüssigkeit drin, die wir nicht sehen. Ja. Das ist noch wichtig zu wissen, dass wir jetzt eigentlich nur an der Oberfläche sind. Man sieht hier Licht im Hintergrund, wie sich hier Sachen bewegen. So unscharf sieht man noch so gewisse Sachen, die den Verdacht erheben, ja, da ist noch mehr im Blut, als wir jetzt sehen. Und darum drücke ich noch im Prinzip das Ganze flach drücken, damit man es noch besser sieht. Das ist wie wenn man würde am See das Wasser ablassen. Also man sieht ab und zu mal einen Fisch aufspringen, aber man sieht nicht, wie viele Fische aus dem Wasser sind. Also ich tue jetzt im Prinzip absichtlich das Blutbild kaputt machen. Indem ich das einfach mal abdrücke. Und jetzt bewegt sich natürlich das enorm. Oder? Jetzt haben wir es richtig. Ah ja. Und jetzt sieht man, was da alles mitschwimmt im Blut. Jetzt sieht man erst, was da alles drin ist. Also erst mal ab, das Blut wird jetzt ja nicht über dem Spender, oder? Ach du meine Güte. Also da wimmelt es nur von Lebewesen, oder? Ja, ist das jetzt in dem Fall nicht so gut, oder? Ja, es ist nicht ganz zufriedenstellend, das kann man so sagen, ja. Das hat man vorne nicht gesehen? Das hat man nicht gesehen. Das sieht man auch unter einem normalen Lichtmikroskop, sieht man die nicht, oder?
Also, da sieht man, wie das wimmelt hier von Lebewesen, oder? Und ich meine, ich will denen jetzt nicht alle Namen geben. Also es ist natürlich, da sieht man jetzt verschiedene Strukturen, da sieht man grössere und kleinere so Bäume, oder? Da sieht man zum Beispiel so kugelartige, da wieder richtige Bänder. Aber was ich nicht gesehen habe, ich habe keine Ansätze gesehen, dass Pilz im Blut hat. Also den Pilz selber sieht man nicht, aber man sieht gewisse also Stoffe, wo man darauf zurückschliessen kann, dass ein Pilz im Blut ist. Und den habe ich bis jetzt nicht gesehen. Viele Leute haben Pilz im Blut. Ja, natürlich. Ja. Und das kann man natürlich auch chemisch analysieren. Man wird nicht feststellen, dass das so aussieht. Also, aber das heisst, also, kann man es chemisch analysieren? Wir haben also hier mit ihrem Blut hätten sie kein Problem zum Blut spenden. Kein Problem? Nein. Warum? Ja. Okay. Aber ich würde jetzt meinen, ist es wirklich, wirklich toll? Wenn das Blut, oder? Ja. Also man sollte sich mehr vorwiegend basischer ernähren, das heisst, das Schwergewicht von der Ernährung sollte auf den Gemüse und Früchte sein. Und an zweiter Stelle dann auch natürlich wichtige Proteine und auch weniger Fleisch halt. Das ist schon bekannt. Also, und jetzt? Ich versuche jetzt das wirklich mal zu demonstrieren. Wir gehen jetzt zurück auf das Lichtmikroskop, also ich das Objektiv wechseln und versuche genau die Stelle zu zeigen, damit man sieht, was man effektiv dann im Lichtmikroskop sieht. Also wenn man einem herkömmlichen Lichtmikroskop. Ich könnte es mal probieren. He? Ich nehme jetzt das hier weg. He? So. Jetzt haben wir also das normale drunter. Und ja, ich weiss jetzt nicht, was Sie jetzt sehen, aber man sieht von diesen Strukturen, die wir vorher gesehen haben, praktisch nichts mehr. Es ist genau die gleiche Aufnahme, also die genau gleiche Stelle, ich habe nichts verschoben. Wie wir vorher kamen, mit dem Licht, mit dem Dunkelfeldmikroskop. Ich kann das jetzt manchmal wechseln. Also wir können jetzt vielleicht hier festhalten, wir haben hier zwei rote Blutkörper. Die sehen wir gut. Die nehmen wir jetzt mal als Bezugspunkt. Jawohl, okay. Auf das Platte. So, jetzt sehen wir die gleiche Stelle. Ja. Also hier sehen wir wieder zwei rote Blutkörper, die wir vorher gesehen haben. Aber hier sehen wir natürlich jetzt noch anders, wo wir vorher im Lichtmikroskop eben auch nicht gesehen haben. Das ist der grosse Unterschied. Und ich würde meinen, das ist doch... Sehr ein wesentlicher Unterschied. Also das ist ja frappant, muss man ja sagen, genau. Was man da sieht. Oder? Also wir können natürlich jetzt noch mit anderem Licht arbeiten. Wir können unter Umständen mit fluoreszierendem Licht arbeiten, mit anderen Spektral, also mit anderen Farben, um zu schauen, ob man andere Sachen will sehen, die wir jetzt nicht sehen, auch so nicht sehen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also das heisst, dass auch mit dem Dunkelfeld ist eigentlich noch nicht alles ausgeschöpft? Nein. Und findet denn da eine Forschung statt? Dass da das kann ich so, dem bin ich jetzt eigentlich gar nicht gross nachgegangen. Es gibt sicher Leute, die forschen daran in dieser Hinsicht und wo sehr viel gemacht wird. Also so ist es nicht. Aber an den Universitäten und im Normalfall wird nur mit dem ganzen normalen Mikroskop. Ich denke, dass wenige, ich kann es nicht beurteilen 100%, da müssen wir jetzt Ärzte interviewen, die heute arbeiten, ja. Ob sie Dunkelfeldmikroskopie kennen, ob sie sie kennen und auch wissen, um was es geht. Wie müssen wir eine Umfrage machen, um effektiv zu wissen, wie viel dass man darüber weiss. Und es ist ja auch so, dass das wirklich nicht so viel machen. Es gibt, ich weiss nicht, wie viele das in Europa Dunkelfeldmikroskopie anwenden. Es sind nicht so viele. Vielleicht können wir jetzt gerade nochmal zurückwechseln, als letztes Mal so. Tun wir nochmal die zwei Blutkörper als Bezugspunkte anschauen. Jawohl, ja. Also da haben wir die zwei Körper. Und da sehen wir die anderen Sachen. Da sehen wir all das wimmelnde Viecherzeugen im Blut. Jawohl. Also die zwei Blutkörper, die sehen wir wieder. Die zwei. Genau. Und der Rest sieht man wieder. Ich kann natürlich jetzt den Kontrast ein bisschen verändern. Das kann angleichen, aber da ist wirklich nicht viel rum. Muss man auch schon sagen. Ja, Herr Züger, dann einfach recht herzlichen Dank, ja, dass Sie uns das so gezeigt haben. Und dann werden wir doch hoffen, dass ein Bereich der Dunkelfeldmikroskopie da in den nächsten Jahren das sicherlich auch noch mehr eingesetzt wird. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant und ich habe Spass daran. Und es gibt mir natürlich auch die Sicherheit, dass wenn ich Mitmenschen betreue, dass sie auch Gewissheit haben, wenn wir etwas machen, dass sich die Situation kann verbessern kann und es wird auch sichtbar. Also wenn ich jetzt da die nächsten 2-3 Monate viel Gemüse esse, weniger Fleisch, dann wird mir mein Blut tatsächlich sein. Es wird sicher besser. Es gibt noch sicher Sachen, auf eine andere Sachen, die man machen kann. Super, Herr Züger, herzlichen Dank. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch. Ja, gerne, jetzt sehen wir nicht wieder und dass es dann besser aussieht. Das wäre natürlich wünschenswert. Vielen Dank. Merci. Gerne.